ein freundliches Salut wünsche ich euch zu einer neuen Folge von Ark New Valhalla. Ja, meine Freunde, der Geiserich ist dabei. Hallo. Der Noxi. Guten Tag, Leute. Und natürlich der Onkel. Hallihallo. Oh. oh, das war's. Das war's Licht aus. Hallihallo. So, Noxi, was ist unser heutiger Plan? Erstmal ja, Feuerwerk. Sehe ich auch so. Ja, erstmal feiern. Erstmal feiern ist wichtig, weil wir haben Dienstag. Und da ist Feiern wichtig, sowieso. Was? Nee. Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle wollen wir irgendwas tamen, beziehungsweise irgendwas Dickes suchen, was sich zu tamen lohnt. Richtig. Und nur zur kleinen Erhellung für euch: In dem Beacon war ein Ramshackle Chitin Brustpanzer und ein Kompass. Auch Ramshackle. Ich bin dick, aber ihr wollt mich bestimmt nicht zähmen. Bin ja schon zahm. Onkel, du bist ganz handzahm. Gut, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben. Ich bin der Handzahm-Check. Warte mal, ich dachte, es wäre mein Job. Oh, hier haben wir einen Quetzel schon mal. Heiße. Geht's jetzt? Warte, Kinders, gleich hab ich's. Was haben wir dafür? So. Level 4er lohnt sich nicht. What? Ah, hier unten ist ein Gallimimus wieder. Ah, wir haben keine Art. Wir brauchen unbedingt einen Quetzel, Leute. Ist gerade über mir. Genau da, wo das Licht ist. Was für ein Licht? Das. Ach, da. Keine Ahnung, was für Licht. Ich gucke nach rechts, da strahlt mir der Mond ins Gesicht. Oh, du bist ja ein Reimer. So. Oh, das hat aber lang Gott, gedauert. Der Groschen hat lang gebraucht. Oh ja. Ich sagte ja schon. Aber der Quetzel ist doch nicht Level 4. Ich denke, das lohnt sich nicht, denke ich. Ja, also für mich lohnt sich der nicht. Wenn ihr ihn haben wollt, kein Problem. Die Sache aber ist halt, auch ein Level 1er Quetzel kann im Endeffekt 2000 Tonnen tragen. Kilo. Von daher ist es. Ah, ich schaue erstmal an einem anderen Ort. Vielleicht finde ich da ein höheres Quetzel. Weil das wird sich eher lohnen, finde ich. Und ja. Janik, hast du ihn angebissen? Nein. Moment, hey. Dafür brauchen wir erstmal einen Archie mit einem Skorpion, ey. Ach doch, kacke, Mann. Ja, theoretisch kann sich auch einer von uns an einen Flugsaurier unten dranhängen und den mit der Armbrust beschießen. Oh Gott, wie lange soll das gehen? Ja, da würde ich sagen, hat jemand Bock bei mir, sich dran zu... Oder ich will schießen. Ja, mein Kannst Vogel ist so schon fast überladen, also... Kannst du treffen? Na klar. Ah ja, komm, da komm mal runter, genau unter dem. Aber nur wenn du, aber okay, Noxi, ne, aber nicht fallen lassen. Wir machen es einfach zu viert, notfalls. Wo bist denn du? Ah, ich bin hier. Davor. Okay, der folgt mir ja mit. Also würde ich sagen, der Do-It-Yourself-Vogel da, der DJ, DY. Den nehme ich mit in Schlepptau. Okay. Richtig. Und ich nehme Onkel in Schlepptau. Oh Gott, du bist so fett! Du bist so fett! Echt? Ja, warte, schau was raus, warte, kein Ding. Oh Gott, ich bin maßlos überladen. Besser? Mehr kann ich nicht raushauen. Ein bisschen. Aber der Quetzel wird uns erstmal ab. Oh Gott, ey, die Stamina sinkt. Bis wir da oben sind, ist sie leer. Was du vielleicht noch? Besser? Ja, jetzt geht schon eher. Hast du vielleicht auch 300 Kilo Steine mit zu verlieren? Ich hab doch noch Haufen Pfeile und so ein Scheiß. Ja, hau den ins Gesicht. Wo bist du denn? Guck mal hinter dich, neben dich. Aber pass auf, dass du nicht den eigenen Vogel triffst, sonst K.O.t ihr euch selbst. Ja eben, das ist ja das. Siehst du, ich hab nämlich getroffen. Ja. Du musst anders, du musst über, am besten über einem fliegen. Ich versuche. Ja, ich komm nicht hinterher! Komm nicht hinterher! So, jetzt ist er wieder friedlich. Glaube ich, Oh, ich muss landen, schnell! Nein! Oh, Alter, ich erwisch die ganze Zeit uns, so ein Quatsch. Ja, halt Pfeil, das Ding war gerade voll. Alles klar, der Torpor ist momentan bei 191 von 199. Oh. Wow. Mein Vorschlag wäre, wir holen uns erst einen Archie. Mein Vorteil wäre auch Sergeant mach mit. Weil wenn Sarge mitmacht, dann haben wir zwei Leute, die schießen und dann müssen wir den eher runterkriegen. Ich komme sofort zurück. Ich habe hier nur eine kleine Runde gedreht. Aber du kurz, ich lass mal Onkel ab.
So. Aber warum schieße ich dir denn immer ins Bein? Das ist doch kacke. Ah, das ist ein bisschen schwierig zu treffen. Und Dilo. Dilo, wo gehst du hin? Na toll, ich stehe hier rum. Hallo. Achso. Hä? Plötzlich. Geh doch weg, ey. Oh Mann, ich brauche eine Eva. Was machst du so lang, Noxi? Was ich? Der Dings, der Yannick hat doch deinen Vieh. Ja. Ach so, du wolltest ja auf den Sergeant warten. Ja, stimmt, das habe ich jetzt total verrissen. Ja, also entweder auf den Sergeant warten oder halt einen Archie vorher holen, eine Eva. Ja, ich komme doch schon wieder. Er hat zum einen mehr Ausdauer und zum anderen kann er auch besser tragen. Und das Ding hat auch einen höheren Torbauwert. Ja, das auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es benötigt wird, aber es ist von Vorteil. Wäre praktisch, ja. So, wie viele Pfeile habt ihr? Ich hab noch 70. Du müsstest bloß mal über den drüber fliegen und nicht immer so unten unter dem drunter. Dann treffe ich den auch. Du meinst nicht unten drunter, du meinst 10 Meter hinter ihm, weil ich nicht hinherkomme. Also ich habe 85 Narkosepfeile. 83. Ich komme auf 80. Sergeant? 175. Alles klar, du bist auf alle Fälle ohne. Oder du teilst sie auf, weil 175 sind ja auch schon wieder 30 Kilo Pfeile. Oder? Na, wo ist denn der Quetzel jetzt? Habt ihr den noch eine Beobachtung? Der ist hier vorne. Ach, da, okay. Ja. Die quatschen hier und quatschen hier und der Quetzel halt ab. Nimm mal deinen Vogel, Onkel. Nimm mal deinen Vogel. Warum denn? Ich denke, der Mann. Halt. Der hat doch der Dings gehabt. Der Janik. Ja. Mhm. Den habe ich da unten jetzt erstmal geparkt. Ich gehe mal kurz rundherum. Mal gucken, ob ich auf die Schnelle einen Archie finde. Ja. Möller, weißt du, wo wir sind? Ich finde euch schon. Ich weiß, wo der Quetzel ist. Oder war, beziehungsweise. Ja, wir sind direkt da drunter. Also, mein PIN sagt ungefähr 48, 52. Also, die Morphodons sehe ich hier. Dilos. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt irgendwas Brauchbares. Ich habe gesagt, ein Archie bräuchte man. Jeder bräuchte einen Archie, damit wir die Drecksviecher hier loswerden. Ich muss jetzt mal landen. Was? Ja, landen? Ausnahmsweise mal. Cool. Stehe ich hier rum. Nee, ich bring dir was mit. Oh, Alter. Ach, schön. Onkel, ich hab ne Überraschung für dich. La 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 la. Sergeant, ich glaub so leicht links. 112er. Ja. Schieß in meinen Kopf. Achso, ja, warte. Ja, schieß in den Kopf. Ja, warte, na, dann muss ich erstmal Pfeil wieder wechseln. Ich dachte, du lässt dich jetzt hier runter. Nee, 112er, den nimm mal mit. 112er ist gut. Mach was. Dilo. Ah, ihr mit euren Dilos immer. Ja, warte nur ab. Irgendwann kommst du mit deinem einen Rex ran und dann kommen wir mit unseren 500 Dilos und das ist wie die Heuschreckenplage. Da war so ein Sandsturm, der drüber weht und alles wegmäht. Die Wette nehme ich an, Freunde, das habt ihr gehört, den Wettkampf nehme ich an. Ich werde mir einen Rex zähmen, einen einzigen und er kommt mit ein paar Dilos. Janik und ich, natürlich. Nee, wir bauen die Armee. Nur du. Ja gut, dann komme ich halt mit der gesamten Armee. Wart's ab, Junge. Du wirst rasiert. Quetzel ist weg. Nee. Er ist nicht weg. Janik verfolgt ihn. Ach so. Ah, ein bisschen höher muss ich machen. Ich sehe schon kommen, im Endeffekt wird es ein T-Rex, der schon 3 Kinder ausgebrütet hat. So ein richtig hässliches Mistviech. Oder ein Giganotto mit der T-Rex-Maske. Ja, wo bist denn du? Ich schieße auf den Quetzel. Hä, komm du erstmal zu uns? Vom Boden aus. Ja, ja. Bist du besoffen? Sagen wir es mal so, wer kann, der kann, ne? Alter, ernsthaft? Oh. Du bist schlecht. Du bist eigentlich schon ein ganz schöner Penner. Ich bin doch hier die ganze Zeit und warte auf euch. Willst du mich verarschen? Wir sitzen hier die ganze Zeit und warten auf dich. Ich bin hier die ganze Zeit beim Quetzel. Wir haben gesagt, wir sitzen circa 20 Meter auseinander.
Könnt ihr euch nicht einfach mal beide 10 Meter bewegen? Denkt immer dran, wir Mongo ist keine gerade. Frucht. Mongo ist keine Frucht. Ja, was zähmt ihr denn gerade? Dino Level 112, wie oft noch? Ei. Ja, oi. Reich. Gut, wen soll ich mitnehmen? Na, du sollst mitgenommen werden und ich soll mitgenommen werden. Wie viel Gewicht hast du denn noch frei? Ich habe noch circa 100 Passerkätsche frei, aber werfe ich hier ein paar Sachen raus, zum Beispiel das. Ja, fast 200. Okay, stopfe ich mal noch ein bisschen was in meinen Vogel, dann kannst du mich mitnehmen. Dann können wir schon mal das Feuer eröffnen. Gut. Nice. Ich hab den Dilo beerdigt. Onkel? Ja? Ich hab den Dilo beerdigt. Ja. Du bist ein Trottel. Es sind noch Pfeile im Peter drin, ne? Ja, mit 80 Stück dürfte ich den eigentlich runterkriegen. Wenn's klappt, jo. Wenn's das klappt schon. Wenn ich nur wüsste, wo? Dreh mal links rum. Und ein Stück in die Richtung nochmal. Noch ein Stück links. Ich glaub, da war toll, jetzt machen die das alleine. Dann kommt der mal Noxi mit dem scheiß Dilo hier. Warte schon mal, der Dilo ist gleich fertig. Hä? Ey, da kommt ein anderer Dilo von hinten. Ja, lass ihn doch, der tut nichts. Nee, das ist ein. Nee, was war denn das? Da vorne unten. Das ist ein Ovi. Jux. Ich fliege immer richtig, du musst halt immer nur runterschießen. Ups. So. Viel Spaß. So, Kinders, wo seid ihr? Irgendwer ist jetzt so fett, bin ich's? Damit. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Da unten kommen aber noch mehr Dilos, die dann bestimmt deinen Zähmen gezähmten. Okay. Nee, die tun nix. Die sind zu weit weg. Am besten wo seid ist, genau? Ich fliege vor ihm und du schießt nach hinten. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja. Dann fliegen wir drüber. Mehr als 20 Meter. Du müsstest noch ein Stück rechts rumdrehen, weil okay. Ich habe immer den Fuß vor der Nase. So? Ja, noch ein Stück links. Über ihm fliegen. Hau ihm ins Gesicht, komm. Der geht nicht, wenn du so fliegst. Oh, ich habe den schon wieder auf uns getroffen. Warum das? Ich hast du nicht? Hast du nicht? Doch. Nein. Der Pfeil steckt genau bei uns drin. Mit was für einem Pfeil? Na, mit dem Narko-Pfeil. Weil bei mir ist weder Leben noch Gedönse runter. Wo ist denn das Scheißvieh? Vor uns. Alter, wie das leckt. Jo. Oh Gott, ich muss da erstmal notlanden. Dies, danach muss ich notlanden. Ich treffe uns. Okay, dann muss ich notlanden. Jetzt hatte ich. Oh, wie er fliegt. Sehr schön. Wie er fliegt halt. Du sollst über dem drüber fliegen. Na hey, komm, du doch. Komm, flieg. Hier, komm, zack. Setz dich drauf. Komm. Wo ist er? Ich hab ihn verloren. Hinter uns. Ah, jo, hab ihn. So, ich hast du den Pfeile? Ja, ich hab 70 Stück, das liegt. Boah, dass das immer so rumleckt. Triffst du noch? Ah, nein, ich glaube, ich hab dich getroffen. Jo, hast mich. Warte. Ja, wo ist er denn überhaupt? Ach, da. Nein, ich flieg höher. Ah, nee, sauber. Der Pfeil steckt zwar im Fuß, aber getroffen habe ich ihn trotzdem. Ja. Na komm, komm runter, du Pisser. Oh, back dich fest. Klick über den und back den da mal. Ach, schade. Ups, sorry. Ja, warum bleibst du nicht stehen? So, kommt runter, Jungs. Schön festbacken. Nein. Lass mich ab. Warte. Ja, lass mich ab. Ja, festbacken. Lass mich fallen. Fliegt hier drüber. Noxi, fliegt hier drüber. Nee, der Kopf hängt direkt. Das ist gut. Ist gut. Mistvieh! Warte, ich heb dich auf. Ja, wir müssen tanken. Moment. Das ist schön, ein Vogel mit so viel Stamina zu haben. Ja, deswegen mache ich Archies. Komm. Jo, hast mich.
Sauber. Erwischt. Wo sind wir? So, ihr müsst es gleich übernehmen, weil meine Ausdauer geht auch langsam echt zugrunde. Dort ist ein T-Rex. Wo? Onkel, bitte flieg weiter. Nicht landen. Links. Down. Voll. Wir brauchen Matt. Oh, Schaden bekommen? Ja, geht. Gut. Ich habe alles dabei. Hat jemand alles? Meinen Vogel gesehen? Da sind irgendwie um die 100 Narkotik drin. Ist schon alles erledigt. Ernsthaft? Wir hatten eigentlich die... Wo sind denn die Vögel eigentlich? Nur mal so. Du kannst ja gerade mal holen. Yep. Oder willst du hier bleiben und ich hol sie? Ja? So. Jetzt ist hier keiner. Hallo? Achso, ich bin also, hier. Hast du Fleisch? Ich hab Fleisch. Fleisch. Aber das werfen wir da nicht rein. Lass den erstmal ein bisschen runterhungern, dass wir Richtig. Den Narkotik noch ein bisschen hochtreiben. Was wegen Prime oder was? Ja. Irgendwo ist hier ein Rex. Ich zieh den mal. Jo, mach das mal. Find ihn grad nicht. Oh Mann. Ach ja. Auf was stehen die Flügelviecher? Janik? Auf was steht deins? Was ist das für einer? Meins auf passiv. Das ist schlecht, weil er steht beim Dilo und. Das ist ein Giganotto! Wo? Was? Nein! Wo? Nein! Janik! Wir müssen den Server verlassen! Renn! Onkel, wo? Hier, unter mir! Ja, unter mir! Wo bist du? Sekunde. Oh, ich muss Stamina. Denk dran, dass es kein Space Engineer ist. Wir sterben nicht. Das lohnt sich eher. Also ich hab die Vögel. Wir können nicht einfach mit P uns umbringen. Oh Gott, wieso ist er so nah? Der riecht doch die Quetzel. Scheiße. Janik? Ja? Hast du irgendeine Waffe bei dir? Ja. Weil hier kommen Motten. Okay. Oh. Da. Ach, die sind nicht aggressiv. Mega Neura, klar. Ich bringe euch kurz mal die Vögel und dann kümmere ich mich um Giganto. Nein! Gott, lass den da, wo er ist! Treiben fort! Schicken in die Wüste! Was ist denn das für ein Level? Will ich gerade mal gucken. Ist mir egal! Level 1 schickt schon! Ist viel zu hoch! So. Wo ist er denn hin? Wo ist denn der? Ich sehe keine Bäume fallen. Wo seid ihr denn nochmal? Da ist der Berg. Und zwar Level, nee, 6, Level 16. Ja. Was? Was? Ja, hier, pfeifst du mal runter, bitte. Jupp, hab sie. Jo. Wo bist du ungefähr hingeflogen, Onkel? Hier. Hier? Richtung fliegende Insel, oder? Einfach weiter geradeaus zum... Ich... Warum? Warum bist du schon wieder so ein Drecksviech? Warum? Ich bin Nadel... Ich sammle mal ein bisschen Fleisch. Nadel ist... Ich sehe die nicht. Ich sammle ein bisschen Fleisch. Mal gucken, hier muss ja irgendwo was sein. Bist du in der Nähe des weißen Gipfels? Ja, rechts. Hallo, Onkel. Okay. Hallo. Na, er hat mich Hallo. Doch. Noxy findet mich, aber du nicht. Ja, was suchst du denn? Na, hier unten ist der Gigant, du siehst ihn. Oh Gott! Weg! Kommst du? Ich möchte gehen. Ich möchte einfach nur gehen. Der macht nix. Der macht nix. Der will nur spielen. Der macht nix, der ist 15 Sekunden von uns entfernt. Janik? Ja. Guck mal, siehst du da vorne den See? Ich will es gar nicht wissen. und dieser Hügel da vorne? Siehst du diese Felsformation? Ich will jetzt nur noch diesen Quetzel hier tamen und dann können wir abhauen. Janik, direkt hinter dieser Felsformation ist der. Der Welche ist Felsformation? Der zwischen Quetzel und Giganotto. Ach so, falsche Richtung bin ich geflogen. Okay. Wo bist du denn? Ich bin zu Richtung fliegende Insel geflogen. Hä? Nee. Der ist von Quetzel aus Richtung Schneegebiet dahin. Okay. Hä? Immer. Da dreht sich wenn, da die rein. Wenn da die Insel ist, ist da das Ding. Bin gleich da. Ach nee, wir sind da unten. Ach! Nee. Oh Gott. Janik. Der
Ja. Auf einem anderen Server wäre hier unser Dings, ne? In der Nähe. Ach so. Ja, guck Moment. doch mal auf der Karte. Nee, hier wäre Direkt. dann. Du bist direkt auf der anderen Seite. Ist auch egal. Quasi. Ach so, ich habe geschrieben bekommen, dass Gigando das nicht stimmt. Gigando. Was nicht stimmt vom Giganotto? Giganto, weil wir anderen Gigando sagen. Ja, ist doch egal. Giganotto. Gigantopithecus könnt ihr auch tamen. Ist halt nur Kacke mit dem Kackaffen. Nee, ist easy eigentlich. Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, aber ich kann nicht mehr auf den Quetzal zugreifen. Ach doch, unten beim Fuß. Auch hier oben. Hä? Bei mir hat das Viech dann mal im Kopf. Bei mir Er ist sitzt dann hier rum mir. und glotzt mir das scheiß Vieh an. Ich bin doch schon unterwegs, ich muss nur Ja, gerade aber ich sag mal aufladen. so, wie das Ganze hier weiter eskalieren wird, und das wird es, ich verspreche es euch, das erzählt euch Müller. Ne? Ja, und das aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde, weil das soll ja ein bisschen spannend sein und für den lieben Nuxi soll das auch ein bisschen nervenaufreibend sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.